Dann haben wir eine Futtergemeinschaft. Wir sind 7 Betriebe in der engeren Umgebung, also 3 Kilometer diese Richtung, 3 Kilometer diese Richtung. Haben insgesamt 1450 GV und der beginnt um 7 zu mischen. Zu uns kommt jetzt dann, den seht ihr dann um ca. 11 Uhr wieder dann jetzt bei uns. Uns gibt es jetzt schon seit 14 Jahren. Wir haben zwischen 2010 haben wir sich einen Fahrersin gekauft, 2014 haben wir sie wieder einen Fahrersin gekauft, 17 oder 18 Ausfallzahl gehabt, wegen AdBlue, Umlenkrolle, Futter, Eintragsband, die Welle. Der läuft jetzt seit 1,5 Jahren. Haben wir jetzt 3000 Stunden raufgefahren in 1,5 Jahren. Also wir fahren in einem Jahr fahren wir 2000 Stunden rauf. Aber kochen auch bloß mit Wasser. Hat auch seine Nachteile vom Handling her, Steuerung. Der Fahrersin holt sich zum Beispiel das Gas vom Fräsen selbstständig. Hat der Fahrersin eigentlich schon vor, ja, 4-5 Monaten läuft er eigentlich recht stabil. Der hat mir nichts sagen. Er hat auch viel, viel mehr Volumen. Es ist zwar auch ein 18 Kubikmeter, wie die anderen wie der Fahrersin auch. Jetzt bloß 2 Mischungen. Das ist ja ein ganz großer Vorteil, wo, wenn mehr einiger ist. Mischqualität ist vergleichbar, Fräsleistung ist bei dem etwas schlechter wie beim Fahrersin. Aber wie gesagt, wenn wir das nächste Mal tauschen, geplant ist, wäre eigentlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der 5 Jahre hält. Ich denke, der hält auch bloß 4 Jahre, aber 4 Jahre hält, weil man halt einfach 1450 GV mischen. Also wie gesagt, 2000 Stunden pro Jahr, jeder hat einen Schlepper daheim, also 35 Cent pro GV am Tag, netto. Das heißt praktisch, bei pro 100 GV im Monat, hole ich Kosten von 900 Euro. Da ist Sprit dabei und der Lohn dabei, netto. Jeder weiß, wenn er jetzt 100 GV da haben hat, muss er 100 Euro hinlegen. Wenn man jetzt eine gute Leistung hat und man mögt 33 Liter, ist es 1,5 Cent pro Liter. Also finanziell ist es eine ganz interessante Geschichte. Wenn man jetzt irgendwas umstellt, wo man das halt beiden Fahrern sagen, man hat das nicht mehr so, wenn man sagt, natürlich war es das Beste, wenn man immer selber mischt, aber man, natürlich war es das Beste, wenn man alles selber macht, weil man kommt halt irgendwann nicht mehr selber um. Ja. Arbeitswirtschaftlich ist der Hit, also der mischt jetzt seine Sachen, man muss da Futterreste entfernen, muss man natürlich machen. Aber wenn jetzt Arbeitsspitzen sind, dann bei Heinz zum Beispiel, also sind ja alle verplant, ich bin verplant, Thomas ist verplant beim Walzen. Der Michael macht jetzt, mein Mitarbeiter macht jetzt die Futterreste und es wird gemischt. Wo? Also arbeitswirtschaftlich ist es der Hit, finanziell ist es der Hit, aber wenn es halt seine Nachteile, Mischgenauigkeit, jeder Tag sollte ja gleich sein. Wo? Auch die beiden Fahrer, also muss man schon genau sagen, wie lange, welche Schneckendrehzahl jetzt beim Nachmischen im Zwischenbereich, wenn man Schrot einlädt. Und das ist schon ein Nachteil, es haut halt nicht immer ein, also man hat schon Fehler können. Ja.